Wir alle wünschen uns Gerechtigkeit und Schutz. Und es gibt ein Sternenvolk, die Brocchioner, darum geht es heute in diesem Video, die besondere Techniken haben, um dies zu ermöglichen. Wir werden eine ganz wichtige Botschaft hören von Brocchion und ihr werdet auch viel über Brocchion erfahren. Schön, dass du heute hier bist, denn es ist sehr wichtig, dass du diese Informationen erhältst. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Nerianna Kardinal und ich bin das Hauptmedium der Smarana-Gruppe. Wir sind in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit unseren Partnern vertreten und wir sind eins der größten Online-Portale für spirituelle Weiterbildung im Webinarbereich. Und wenn du immer gerne die neuesten Botschaften erhalten möchtest, so wie heute, dann solltest du unbedingt meinen Kanal abonnieren und ich danke dir jetzt schon dafür. Ja, und heute geht es um Brocchion. Brocchion ist ein Sternenbild im kleinen Hund. Man sagt auch Canis Minoris dazu. Und die Wesen haben zu mir gesprochen. Das möchte ich euch heute gerne alles überbringen, diese Botschaft und diese Informationen. Ich weiß, ihr habt gesehen, ich habe meine Haare abgeschnitten. Wir hatten gestern Stromausfall und das Internet war weg und ich hatte irgendwie einen freien Tag und dann dachte ich, naja, ich schneide mir mal die Haare ab, mal sehen, was ihr davon haltet. Also ich finde es schön. So, das war jetzt ein kleiner Ausflug in meine Privatwelt. Und jetzt kommen wir wieder zu Brocchion. Das ist ein erstaunliches Sternenvolk. Die Brocchioner sind die Hüter und Wächter des Universums. Sie haben eine enorme Kraft und ihre Erscheinung, sie ist dermaßen imponierend, dass es mich fast vom Stuhl gehauen hat, sozusagen. Ich zeige euch Pyrrha. Ich habe ein Bild von Pyrrha und wir werden auch gleich eine Botschaft von Pyrrha hören. Und zwar geht es darum, um Schutztechniken. Pyrrha ist Spezialistin darin, wie man sich vor Fremdbeeinflussung schützen kann, wie man sich von Besetzungen befreit, wie man aus diesen Angstzuständen herauskommen kann. Pyrrha ist ein wundervolles Wesen, kraftvoll und stark. Und jetzt will ich euch auch gleich zeigen, wie sie aussieht, ihr Lieben. Da seht ihr sie. Und ihr seht schon, ihre Erscheinung, die ist so majestätisch, finde ich irgendwie. Und sie ist aber auch in ihrer Art uns sehr nah. Sie wird uns helfen mit einer ganz effektiven Weise von Fremdbeeinflussungen zu widerstehen. Sie wird uns helfen, von außerirdischen Gedankenkontrollen loszukommen. Ich weiß, dass es bei manchen Menschen so ist. Sie wird uns Schutzinformationen geben. Sie wird uns den besonderen Schutz geben, den die Brocchioner sich damals entwickelt hatten, als sie von den Grauen angegriffen wurden. Und sie konnten sich wundervoll befreien. Sie sind ein ganz starkes Volk. Und diese Erfahrungen werden sie uns überbringen. Ich mache mal mich wieder groß. So, ihr Lieben. Also ihr habt gesehen, ihre Erscheinung, die ist so, hier bin ich und hier, ihr könnt mir vertrauen, ich tue alles für euch. Und dieses Ich tue alles für euch, das steht für das gesamte Sternenbild von Brocchion. Wenn man das übersetzt vom Griechischen, bedeutet das vor dem Hund. Und das heißt also, der Hund steht ja für den Sirius und Brocchion geht vor dem Hund am Sternenhimmel auf. Vor dem Sirius geht also Brocchion auf. Er ist auch ein sehr heller Stern und er ist einer der sonnennächsten Sterne überhaupt. Und wenn wir jetzt oder wenn ihr jetzt beginnt mit mir, euch näher mit Brocchion zu befassen, werdet ihr diese besondere Stärke und diesen besonderen Schutz enorm spüren. Es ist einfach so, die Brocchioner, sie sagen, wir sehen euch Menschen, wir sehen, wie es euch geht und wir sind jetzt da und jetzt genau ist der Zeitpunkt, dass wir euch
unsere besonderen Schutztechniken übergeben. Denn dieses, was auf der Erde gerade geschieht, diese Fremdbeeinflussung durch die Medien, durch die Politik, tut uns ja nicht gut. Und es ist wichtig, dass wir in unserer Mitte bleiben und diese negativen Energien, die da so auf uns einstürmen wollen, dass wir denen widerstehen und dass wir gut geschützt sind. Und das wird uns Pyra alles lehren. Es gibt die Schule von Procreon. Das ist das nächste Webinar mit Pyra zusammen. Und sie wird uns in diesem Webinar alles überbringen, alles lehren, was wir wissen müssen, um besonders gut jetzt in dieser starken Beeinflussung durch diese Zeit hindurchzukommen. Sie hilft also uns, von Besetzungen uns zu befreien oder von Gedankenkontrolle, von Fremdbeeinflussung. All dies haben die Procreoner schon durchgemacht und haben sich davon wundervoll befreit und sind dadurch aufgestiegen. Und auch das können wir. Sie sagen immer, hab keine Angst, wir sind bei euch, wir können das und wir helfen euch. Und deswegen werden wir auch gleich diese wundervolle Botschaft hören von Pyra. Und ich kann euch nur sagen, seitdem ich mit Pyra zusammenarbeite, geht es mir persönlich richtig, richtig gut. Und ich wünsche mir auch sehr, dass es euch besonders gut geht. Denn Procreon, zu diesem Stern haben wir nicht so sehr eine intensive Beziehung wie vielleicht zu anderen, weil es nicht ganz so bekannt ist und noch nicht so oft darüber gesprochen wurde. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass du heute hier bist und dir die Botschaft anhörst. Und ich werde natürlich auch ein Buch darüber schreiben. Das dauert aber noch. Aber dennoch werden wir ganz viele Informationen bekommen. Und auch jetzt wird es dann in Kürze für Kanalmitglieder ein Einführungswebinar von Pyra kommen in diesen Schutztechniken. Also ihr könnt euch auf jeden Fall drauf freuen. Wir tun ganz viel, um euch zu unterstützen. Und das ist mir so viel wert und ich bin auch so dankbar dafür. Und jetzt lade ich euch ein, die Botschaft von Pyra zu hören. Ich muss erst mal einen Schluck Wasser trinken. Und mich einsprühen. So. Ich wünsche euch gleich ganz viel Freude bei der Botschaft. Geliebte Menschen, bevor wir die Botschaft hören, bitte ich jeden Einzelnen von euch, das Licht der Liebe einzuatmen und euch mit diesem Licht auszudehnen und in die Mitte zu kommen. Denn je weiter ihr in eurer Mitte seid, umso intensiver könnt ihr die Botschaft empfangen. So atme mit jedem Atemzug das Licht der Liebe ein und dehne dich immer weiter damit aus. Seid gegrüßt, meine geliebten Menschen. Mit dem Segen des Lichtes von Procreon begrüße ich jeden einzelnen von euch. Ich bin Pyra, die kosmische Schwester von Procreon. In diesen Zeiten der größten Not sind wir für euch da. Unser Licht brennt heller als je zuvor, während wir diejenigen unterstützen, die daran arbeiten, eine bessere Welt zu erschaffen. Wir sind in jedem Augenblick bei euch und werden euch nie verlassen. Wir, die Wesen von Procreon, sind die Hüter und Wächter des Universums. Wir sind die Beschützer allen Lebens und die Schöpfer der Liebe. Wir sind hier, um dir zu dienen und dich durch diese schwierigen Zeiten zu führen. Habt Mut, meine Lieben,
denn wir sind immer bei euch. Ihr Lieben, wir wissen, dass diese Zeiten schwierig sind für viele von euch. Aber wir wissen auch, dass ihr die Kraft habt, die neue Erde zu erschaffen. Wir geben euch Schutz und helfen für alles, was euch schwach machen möchte, von euch abzuhalten. Wir stehen für Gerechtigkeit. Unsere Lichtschiffe sind gut ausgerüstet und wir beginnen gerade, einen besonderen Schutz für euch aufzubauen. Dieser Schutz wird dann aktiv, wenn ihr darum bittet. Man nennt uns im Universum die Retter in der größten Not. Wir stehen für Gerechtigkeit und Schutz. Wir geben dir die Kraft, weiterzumachen und die Hoffnung, niemals aufzugeben. Wisse, dass du niemals alleine bist. Wir sind immer bei dir. Jeder einzelne Mensch spielt eine wichtige Bedeutung für die große Veränderung. Dies wissen wir. Und unsere Wächter sind speziell ausgebildet, um euch auf Erden zu unterstützen. Es sind gerade die dunklen Mächte, die euch zu schaffen machen. Aber vergesst nicht, es sind auch viele gute Kräfte am Werk. Und so bitten wir dich, deine Aufmerksamkeit auf die positiven Dinge in deinem Leben zu lenken. Das wird dich stärken. Du musst dich nur daran erinnern, dass du nie alleine bist und dass wir, die Wesen von Procyon, ab jetzt immer für dich da sein werden. Wir wurden jetzt gerufen. Dies hat eine bestimmte Bedeutung. Denn ihr Menschen schafft es nicht mehr alleine. Ihr braucht unsere Unterstützung. Und so werden wir euch unterrichten, wie ihr euch besonders gut gegen negative Angriffe schützen könnt. Wir werden euch auch lehren, wie ihr euch von fremden Energien oder Besetzungen befreien könnt. Wir haben spezielle Methoden und Techniken für euch Menschen entwickelt, welche wir euch zeigen werden, denn wir wurden lange Jahre dafür ausgebildet, euch den Menschen zu helfen. Und ihr könnt uns jederzeit um Hilfe bitten. Wir sind hier, um den Menschen und der Erde zu dienen. Ihr seid unsere Familie und wir lieben euch sehr. Vieles geschieht auf der Erde, was euch Sorgen macht. Zum Beispiel ist die Natur außer Rand und Band. Das Wetter ist nicht mehr normal. Und ihr bekommt Krankheiten, die ihr noch nie kanntet. Auch mit den Tieren stimmt etwas nicht. Viele Katastrophen geschehen. Und wir können sagen, dass die Erde aus der göttlichen Ordnung herausgefallen ist. Und genau deswegen sind wir in diesem Moment zu euch gekommen. Macht euch keine Sorgen. Denn wir sind hier, um euch zu helfen. Wir wissen,
dass es für viele von euch schwierig ist, alles zu verstehen, was passiert. Aber bitte vertraut uns, denn alles geschieht aus einem bestimmten Grund und am Ende wird das Gute siegen. Es hat bereits gesiegt und es wird sich immer mehr vergrößern, das Gute. Also habt Vertrauen und haltet eure Herzen offen. Vergesst niemals, dass wir jeden einzelnen von euch so sehr lieben und euch niemals verlassen werden. So senden wir euch den Segen des Lichtes von Prokyon und verabschieden uns voller Liebe von euch. Ich bin deine Schwester Pyra. Ich danke von ganzem Herzen für diese Botschaft und ich danke von ganzem Herzen Pyra und den Prokyonern, ihr Lieben. Wer mehr über die Schule von Prokyon wissen möchte, darf unter dem Video den Link anschauen. Und ich denke, diese Botschaft hat schon so viel positive Energie gebracht und uns innerlich aufgebaut, dass wir vertrauensvoll unseren Weg weitergehen können. Ich danke, dass du heute hier warst. Und wenn dir diese Botschaft gefallen hat und du gerne wieder eine neue wichtige Botschaft hören möchtest, dann darfst du meinen Kanal abonnieren und hier auf die Kugel klicken. Ich danke dir sehr dafür und wir sehen uns zum nächsten Video. Eine Herzensumarmung an euch. Muah.